Moin, moin und herzlich willkommen zu. Zurück zu Let's Play Professor Layton und die Schatulle der Pandora. Wir haben letztes Mal etwas von einer Tochter erfahren, die Tochter von Sir Anderson. Und den wollen wir jetzt bald mal aufsuchen. Doch vorher müssen wir, glaube ich, noch mit ihm sprechen, weil der versperrt den Weg. Ich vergesse nie ein Gesicht, aber euch habe ich hier noch nie gesehen. Ihr seid bestimmt mit dem Voluntary Express unterwegs, stimmt's? Da ihr nicht von hier seid, erzähle ich euch ein paar wissenswerte Sachen über Dropstone. Nein, nein, ihr braucht mir nicht zu danken. Ich sehe doch, wie interessiert ihr seid. Ja, total. Laytons Blick strotzt nur so vor Interesse. Also, wenn ihr einen Namen in Dropstone kennen müsst, dann ist das der Name Anderson. Sir Anderson ist nicht nur der reichste Mann in Dropstone, das Dorf gehört... Das Dorf? Habe ich gerade Dorf gesagt? Das Dorf gehört praktisch ihm. Aber er ist ein wunderbarer Mensch und behandelt jeden mit Respekt, sogar mich, den Postboten. Es sagt sehr viel über einen Menschen aus, wenn er selbst dem Briefträger mit Respekt begegnet. Ach wirklich? Okay. So habe ich noch nie darüber nachgedacht eigentlich. Aber leider hat auch er seine Sorgen. Im Moment macht ihm seine Tochter arg zu schaffen. Dabei fällt mir ein, gerade traf ich ein ziemlich zwielichtiges Duo, das zu Anderson Villa wollte. Lass mich raten. Den Inspektor und seinen Kumpel da. Den Gehilfen. Ja, da steht's. Die beiden sagten, sie seien Polizisten aus London, aber sie kamen mir sehr verdächtig vor. Zwei Personen, ja? Könnten das Inspektor Chamley und sein Gehilfe gewesen sein? Chamley, wie? Ja, das war er. Er meinte, er wäre im Polizeiauftrag unterwegs, um mit Sir Anderson zu sprechen. Welche Verbindung könnte denn zwischen Sir Anderson und der Schatulle der Pandora bestehen? Nun, dem Anschein nach handelt es sich bei Sir Anderson um den wichtigsten Menschen hier im Ort. Es liegt nur nahe, dass er darüber Bescheid weiß, wer oder was durch diese Region reist. Ja, ein großes Tier ist er allemal, da haben sie absolut recht. Sogar der Besitzer des Voluntary Express stattet ihm Besuche ab, wenn er auf der Durchreise ist. Ich wette, die beiden Polizisten werden gerade in Sir Andersons Anwesen fürstlich bewirtet. Aber genug davon, heute wird im ganzen Dorf gefeiert. Los, schaut euch um und amüsiert euch. Was ist mit deiner Stimme passiert am Ende? So, hier haben wir einen kleinen Bauernhof. Okay, da ist nichts Wichtiges. Ist hier irgendwas? Nope. Dann reden wir mit dir. Hallöchen, darf ich mich vorstellen? Ich bin Wanderson. Du bist ein Wanderer ohne Bart. Das gibt es doch gar nicht. Ja, zumindest hat man das in Pokémon immer gelernt. Die Wanderer haben grundsätzlich einen Bart. Außer in einer Generation. Ich weiß aber nicht mehr, welches war. Ich reise durch die ganze Welt, aber im Moment sitze ich leider in diesem Ort fest. Ich versuche, mir eine Fahrkarte für den Voluntary Express zu sichern, aber das ist nicht leicht. Ich habe versucht, Herrn Beluga mit einem meiner Rätsel freundlicher zu stimmen, aber nun sagen wir, er war nicht sehr angetan. Vielleicht ihr ja. Wo ist mein Säs? Oh, ein Schieberätsel. Gut, habe ich eigentlich kein großes Problem mit. Aber irgendwie... Weiß auch nicht. Gar nicht so, oder? Hm, ah, vielleicht funktioniert das. Nee, so nicht. Nur neu. Ich auf der anderen Seite hier raus. Geht ja gar nicht. So ein Mist. Ah, das hingegen könnte funktionieren.
Jo. Keine Ahnung, ob das irgendwie so gedacht war, aber es funktioniert auf jeden Fall so. Ah, ganz famos. Genau. Müde. Ne. Geht schon. Soll ich clevere Zeitgenossen lösen, das Rätsel um den Molentary Express bestimmt. Einige sagen ja, dass der Zug manchmal in einer Stadt hält, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Das könnte aber auch bloß ein wildes Gerücht sein. Wer weiß das schon so genau? Eine Stadt, die auf keiner Karte zu finden ist? Ich frag mich, ob das stimmt. Es ist bestimmt Dropstone, weil es so klein ist. Oder auch nicht. So, was haben wir hier? Sehen Sie nur, Professor. Was für ein riesiges Anwesen. Darin kann man sicher, das kann man sich bestimmt verlaufen. Ich sehe ja nur ein kleines Häuschen auf dem... Achso, du meinst es im Hintergrund. Naja. Sehr beeindruckend, keine Frage. Ich bin sicher, das ist die die Resistenz von Sir Anderson. Ah, nah dran. Also dürfen sich Inspektor Chamley und sein Assistent im Moment dort aufhalten, oder? Oh Gott, Ruhe vor den beiden. Ich würde das Anwesen gerne aus der Nähe sehen. Können wir einen Spaziergang dorthin machen? Nein, im Augenblick halte ich es für besser, wenn wir uns noch etwas im Dorf umhören. Wir haben jetzt, glaube ich, mit jedem gesprochen. Außerdem hat Sir Anderson mit seinen beiden Gästen im Moment sicher alle Hände voll zu tun. Glaube ich, ist es immer ein Chamley. Aber die Schornsteine sind immer verdächtig, okay. Und du hast ein Rätsel für uns. So sollte es klappen. Guten Tag, mein Herr, was tun Sie denn da? Ich versuche nur ein paar Fische hier im Teich zu fangen. Ist das irgendwie illegal oder so? Das ist bestimmt anstrengend. Und, haben Sie schon viele? Gute Frage, Kleiner. Wenn ich so nachdenke, wie viele habe ich denn? Das musst du mit einem Rätsel lösen. Yeah. Ein Fischernetz wurde ausgeworfen, um die vielen Fischlein einzufangen. Der Teich sieht klein aus, aber reicht weit in die Tiefe. Also ist das Netz zum Teil nicht mehr von der Wasseroberfläche zu erkennen. Nehmen wir an, dass das ungezeigte Netz keine Risse hat, aus einem Stück besteht und am Ufer beginnt und endet. Wie viele der sichtbaren Fische würden dann mit an Land gezogen? Der hier. Der. Da geht's mich hier rum, da wieder rum. Ja, müsste stimmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt kommt's drauf an. Jo, sehr schön. Oh, 7 Fischchen, wenn man die räuchert oder grillt, da hat man schon was Schönes zu essen, ne? Ja, genau so. Juhu, das nenne ich wirklich einen prächtigen Fang. Heute Abend speise ich wie ein Pascha. Wie ein Pascha? Was ist ein Pascha? Whatever. Du schon wieder. Oh, guten Tag, Inspektor Chamley. Sehen Sie an, wer kommt denn da gelaufen? Guten Tag, Herr Inspektor. Sie kommen gerade vom Anwesen der Andersons. Ich weiß ja nicht, wer ihre Informanten sind, Layton, aber sie sind ganz schön ausgefuchst. Ja, es stimmt, ich komme gerade von der Villa der aber Anderson selbst ist nicht zu Hause. Punktrichter soll er spielen bei einer Rinderschau oder sowas. Schöne Ausrede. Aus reiner Neugier, inwiefern spielt Sir Anderson für ihre laufenden Ermittlungen eine Rolle? Es geht sie zwar eigentlich einen Kirchrichter an, aber vielleicht können sie sich ja nützlich machen. Ich hörte, dass Anderson unlängst selbst nach der Schatulle suchte. Daher wollte ich ihn verhören. Er will mir gleich alle verhören, will nicht einfach nur mit ihm reden. Nein, er verhört sie alle direkt.
Aber er war nun mal ausgeflogen und sein Hofstaat konnte mir auch nicht sagen, wo er gerade steckt. Ich wette, er hat nur so getan, als sei er nicht zu Hause. Der älteste Trick der Welt. Der ganze Weg umsonst und nicht mal einen Kaffee hat man mir angeboten. Aber wieso soll Sir Anderson sich denn für die Schatulle der Pandora interessieren? Das weiß ich auch nicht, Luke. Leider wird uns nur Sir Anderson selbst weiterhelfen können. Dann machen wir uns am besten zu dem Schauwettbewerb auf, dem Sir Anderson ja vorsetzen soll, oder? Ah, von mir aus kann er Kühe richten, bis er schwarz... Das klingt irgendwie falsch. Kühe richten, ich schlachte euch alle. Von mir aus kann er Kühe richten, bis er schwarz wird. Ich sehe mir das sicher nicht an. Solche Veranstaltungen sind doch nur dekadente Dackelschauen für Schwerreiche. Da fällt mir ein. Es ist offensichtlich, dass sein Interesse an der Schatulle auf seiner Prunksucht beruht. Wenn Sie auf irgendwelche heißen Fährten stoßen, dann melden Sie sich bei mir, klar? Sicher, sicher. Ganz bestimmt, irgendwann mal. Na, gehen Sie. Los, Barton, mitkommen, wir empfehlen uns auch. Jawohl, Chef. Dann wollen wir uns schnell zurück zur Bühne träumen weiter. Da steht noch ein Typ, mit dem ich reden will. Der hat doch bestimmt noch irgendwie Informationen. Oder ein Rätsel. Professor, schläft der Mann da wirklich im Stehen? Der Uniform nach zu urteilen scheint er ein Wachmann zu sein. Nee, ein Schlafmann. Ah, der war schlecht, der war richtig schlecht. Ob sein Arbeitgeber von seinem Nickerchen weiß? Zwangskontrolle, Identifizierung. Dieses Rätsel. Wow, der Typ stellt Rätsel im Schlaf. Drei Gummibänder und ein rotes Seil liegen völlig durcheinander auf einem Haufen. Wenn man das rote Seil an beiden Enden auseinanderzieht, bildet es einen Knoten. Wie viele Gummibänder würden dann wohl in diesem Knoten feststecken? Ich habe gesagt, das Orangene müsste drin hängen. Das Blaue nicht. Das Grüne. Das Grüne. Ich sage jetzt mal 1. Nun die Probe aufs Exempel. Nun ja, eine Option weniger. Hm. Vielleicht sagen wir einfach mal 0. Vielleicht ist das ja wieder so ein Trick, dass man es halt nicht so gut sieht Nun oder sowas. Die Probe aufs Exempel. Ja, okay. Quod erat demonstrandum. Ah, ja, sieh mal einer an. Ja gut, ich hätte aber gedacht, das Orangene hätte drin hängen müssen. Na gut. Korrekte Mission erfüllt. Der Mann muss ja ein echtes Rätselphänomen sein, wenn er die sogar im Schlaf stellen kann. Kann er sie denn auch im Schlaf lösen? Mümmel. Gut, durch kommen wir trotzdem nicht. Mit anderen Worten, wir müssen sowieso zurück. Du bist neu. Rätsel. Ach, welch ein Ärger. Ich wollte diese Holztafel hier zurechtziehen. Ich hab's vermasselt. Die muss wohl auf den Sperrmüll. Oder könnt ihr mir daraus ein lückenloses Quadrat zimmern? Sägetrick 1. Wie sägt man aus Versehen ein Loch in so ein Ding hinein? Welch merkwürdig geschnittene Holztafel. Da sich mit diesem Ding beim besten Willen nichts Vernünftiges anfangen lässt, wollen wir es in zwei Stücke sägen, die wieder zusammengefügt ein Quadrat ergeben.
Achtung! Keines der Stücke darf nach dem Sägen auf die Kehrseite gewendet werden. Warum nicht? Wo muss gesägt werden, damit unter diesen Bedingungen ein Holzquadrat entsteht? Da vielleicht? Und da? Nee, wohl eher nicht. Das ergibt keinen Sinn. Neu. Was, wenn man da sägt? Und da? Auch nicht. Vielleicht da? Auch nicht. Warte mal, den nimmt. Da sägt. Ja, kann man den einen da runterschieben? Das dürfte passen. Dann wollen wir mal sehen. Haha. Sehr schön. Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Ja, genau so dachte ich mir das nämlich auch. Und dann brauchst du ein bisschen Holzleim und das Ganze wird wieder auseinanderfallen. Yay! Oh, neues Kamerateil. Da haben wir auch schon eine Weile nicht weitergebaut, ne? Das sieht passend aus. Was ist mit dir? Könnten wir dich jetzt... Da wird keinen Sinn ergeben. Das weiß ich immer noch nicht, wohin das muss. Das hier scheint ja immer so eine Art Drähte zu sein. Deshalb brauchen wir immer irgendwie Kontakte dafür. Das sieht doch eigentlich ganz okay so aus, hätte ich gesagt. Okay. Und neue Notizen. Das große Ereignis des Dropstone-Jubiläums scheint ein Wettbewerb zu sein, in dem die örtlichen Rinderzüchter ihre schönsten Tiere zur Schau stellen. Luke und Flora wollen sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen und auch ich bin von der Sache angetan. Wir werden uns rechtzeitig zu Beginn des Wettbewerbs vor der Schaubtribüne einfinden. Sorry. Wir erfuhren etwas Interessantes von Dorothea, einer Angestellten Sir Andersons, der offensichtlich sehr bedeutend in Dropstone ist. Sir Andersons Tochter scheint ohne Wissen ihres Vaters eine längere Reise zu planen. Die Angestellten des Hauses scheinen die junge Frau noch bei ihrem Vorhaben zu unterstützen. Wozu solche Geheimniskrämerei? Ja, wozu? Vielleicht, weil der Vater keinen Bock darauf hat, dass sie abhaut. Hast du noch was Neues? Nope. Gut. Dann würde ich mal sagen, weiter dahin. Oh, schau nur. Puh, wir haben es rechtzeitig zum Wettbewerb zurückgeschafft. Soweit wir wissen, ist Sir Anderson selbst einer der Punktrichter. Also sollten wir ihn hier irgendwo finden können, richtig? Durchaus. Ich frage mich, welcher dieser Herrschaften der Mann ist, den wir suchen. Oh je, es sieht so aus, als gäbe es dort hinten eine Rauferei. Yay, Prügel! Massenschlägerei! Was dort wohl geschehen ist? Och, im Zweifelsfall hat irgendjemand das Rind aufgegessen, was man noch gebraucht. Das wäre ein bisschen komisch, irgendwie, wenn es so schnell geht. Naja. Schau dir nur dieses filzige Fell an. Jedes Mondkalb sieht doch, dass das kein Tier aus meinem Stall ist. Irgendwas ist hier faul. Irgendwer hat meine Prachtkuh gegen dieses Mastrind ausgetauscht. Mastrind. Ja, ich denke bei Rindern gerne mal ans Essen. Entschuldigung. Ich mag halt Fleisch. Ja und, was soll ich denn tun? Kannst du mir wenigstens zeigen, welche dieser Kühe dir gehört? Ach, und wie soll ich das bitte machen? Hä? Heißt nicht irgendwie, der Bauer erkennt seine Schweine am Gang? Geht das nicht mit Kühen genauso? Oh Mann, das kann ja heiter werden. Was haben Sie denn für ein Problem? Der Knabe hier meint, dass jemand sein Prachtrind gegen ein anderes ausgetauscht hätte. Ich sag's doch, das ist nicht meine. Meine Kuh war eine Schönheit vom Huf bis zu den Hörnern. Ja, dann müsstest du sie doch wiedererkennen, oder etwa nicht? Trottel.
Sehen Sie, der Mann ist stur wie ein Ochse und dabei richten wir hier nur Kühe. So können wir nie mit dem Wettbewerb anfangen. Oh je, was sollen wir bloß machen, ey? Überlassen Sie das mir. Ich finde heraus, ob hier jemand heimlich Kühe umherschiebt. Umschubsen. nee, lieber nicht. Obwohl das angeblich sehr lustig sein soll. Ich hab's nie ausprobiert. Wie du meinst, Luke. Nur zu. Okay, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis morgen.